shake it down. Moin, beste Community auf der ganzen Welt, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe jetzt 3000 Abonnenten geknackt gestern. Richtig geil, ich freue mich tierisch und fettes Dank an alle Leute, die mich die letzten Tage, Monate unterstützt haben, die meine Videos angeschaut haben, mich supportet haben, irgendwas Lustiges in die Kommentare reingeschrieben haben, meine Videos geliked und gedisliked haben. Fettes Dank an alle, wirklich, wirklich geil, geil, geil. Ich habe da schon was in Planung, nur ich weiß noch nicht, wann es fertig wird, und vielleicht, wenn es so weitergeht, dann wird es ein 4000 Abonnenten-Special-Video, dass ich aber für die 3000 Abonnenten geplant habe. So. Aber ich möchte darauf noch gar nicht mehr eingehen, sondern mich eigentlich eher um dieses Video jetzt erstmal kümmern. Und zwar in letzter Zeit kommt ja immer wieder mal auf YouTube irgendwelche RP-Glitches, wo ihr dann in einem Capture reingehen müsst, die Koffer abgeben müsst, bla bla bla. Und dann erzählen die halt manche, dass ihr da 7000 RP in einer Minute bekommt, und das stimmt einfach nicht. Und deswegen möchte ich euch wirklich in diesem Video zeigen, wie viel RP ihr wirklich bekommt und ob es eine sinnvolle oder nicht sinnvolle Methode ist und was ihr dazu beachten habt, um da wirklich viel RP oder das meiste an RPs zu bekommen. Und ich habe mir da drei Methoden rausgesucht, die ich euch auch in dem Video alle vorstellen werde. Und wenn ihr das zum Beispiel eine Stunde machen wollt, dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr möglichst schnell die Jobs beendet. Also je länger ihr in einem Job drin seid, desto weniger RP gibt es in einer Stunde. Und dann macht es auch irgendwann mal keinen Sinn oder dann ist es nicht mehr lukrativ. Deswegen, je schneller ihr die Jobs beendet, desto mehr RP habt ihr nach einer Stunde bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele vergessen es einfach zu erwähnen. Und ich fange jetzt am besten mal an, euch die erste Methode zu zeigen, und habe natürlich meine Stoppuhr wieder dabei, damit ich euch ganz genau sagen kann, wie viel RP ihr in 10 Minuten zum Beispiel bekommen habt oder wie viel RP es in einer Stunde gibt. So, in der ersten Methode, da habe ich auch wieder in den anderen Methoden die Zeit wirklich gemessen von Jobstart über die Ladebildschirme bis Jobende, damit ihr einfach einen realistischen Wert habt, wie viel RP es denn wirklich gibt, weil viele vergessen einfach die Ladezeiten mit einzuberechnen, um dann wirklich auf einen realistischen Wert zu kommen. Und ich habe es halt gemacht, damit ihr wirklich seht, wie viel RP es denn wirklich gibt. Also in der ersten Methode, wie ihr jetzt seht, habe ich einfach nur so schnell wie es geht die ganzen Koffer im Hintergrund eingesammelt und habe sie schnellstmöglich wieder abgegeben. Und ich habe halt so einen Job kreiert, dass ihr halt zweimal die Koffer komplett einsammeln könnt und nicht gleich beim ersten Mal der Job beendet ist. Gibt einfach mehr RP. Und da habe ich ungefähr eine Minute gebraucht. Und es gab 1650 RPs. Ich habe dann nochmal ungefähr eine Minute draufgerechnet für die Ladebildschirme. Das heißt, in 10 Minuten schafft ihr 8250 RP zu machen und in einer Stunde 50.000 RP, wenn ihr das wirklich schnell und zügig spielt. Und ich finde, das ist eigentlich schon relativ eine gute Methode. Es ist kein Glitch, das muss ganz klar gesagt sein. Aber es ist eine sehr gute Methode, um sehr schnell zu leveln. Das ist einfach so, ne? Und in der zweiten Methode habe ich die Akteure, die im Hintergrund sind, also in dem Fall Clowns, habe ich getötet, und pro Clown bekommt ihr 25 RP. Das könnt ihr eine Zeit lang machen, bis ihr 20 Clowns getötet habt. Das sind 500 RP. Danach gibt es keine RPs mehr für die Clowns. Also müsst ihr nicht weiterschießen, danach ist einfach vorbei. Und dann könnt ihr die Koffers abgeben. Und dafür habe ich dann fast 2 Minuten gebraucht, also nicht ganz 2 Minuten, und habe am Ende von dem Job 2250 RP bekommen. Mit Ladezeiten eine Minute wieder eingerechnet, sind das in 10 Minuten ungefähr 8000 RP. Und in einer Stunde 48.000 RP. Das heißt, ihr habt ja ein bisschen länger gebraucht, weil ihr die Clowns ja noch getötet habt. Und habt dadurch aber weniger bekommen, wie in der vorigen Methode. Es macht halt wirklich, zurückzukommen auf die Zeit, es macht halt wirklich Sinn, je schneller ihr den Job beendet mit den ganzen Koffer, desto mehr RP bekommt ihr in einer Stunde. Klar, ihr könnt es hier, wie im Hintergrund, auch die ganzen Clowns abschießen, bekommt natürlich mehr RP. Aber ihr braucht auch dafür länger. Ihr müsst es immer beachten, weil Zeit spielt eine Rolle. Je länger ihr braucht, desto mehr RP bekommt ihr zwar, aber halt im Ende, ja, nach einer Stunde oder so habt ihr dann weniger gemacht, wie wenn jemand nur die Koffer abgegeben hat und es halt schnell gemacht habt. So, das war's jetzt mit dieser Methode mal. Und jetzt kommen wir zu der dritten Methode, und da kann ich jetzt schon sagen, dass es eigentlich die schlechteste Methode ist, aber ich glaube sogar die meistverkaufte Methode auf YouTube. Ne? Dann kommen wir mal da dazu. So, in der dritten Methode habe ich mal immer die Koffer aufgesammelt, habe mich erschießen lassen, in dem Fall Ballerina. Dankeschön, dass du mir geholfen hast, mein Schatz. Und während die mich erschossen hat, fallen ja die Koffer wieder runter. Danach bin ich wieder zu den Koffer hingelaufen, habe mich wieder erschießen lassen und so, ja, und so weiter. Und ihr bekommt ja jedes Mal, wenn ihr einen Koffer aufsammelt, auch 25 APs. Genauso viel, wie wenn ihr dann einen Akteur, also einen Clown, erschießt. Das könnt ihr auch genau 20 Mal machen mit den Koffer aufsammeln. Danach gibt es keine APs mehr für Koffer aufsammeln. Und ich habe einfach mal getestet, weil das ist so die meistverkaufte RP-Glitch-Methode auf YouTube, und die dachte ich mir, da muss ich mal genauer drüber schauen. Und nach 20 Koffer gibt es keinen RP mehr,
Und deswegen könnt ihr auch dann direkt, nachdem ihr es halt aufgesammelt habt, abgeben. Und für diese Methode habe ich wirklich am längsten gebraucht, und zwar 2 Minuten 11 habe ich gemessen. Und mit Ladezeiten sind es dann 3 Minuten 11 und dafür habe ich 1950 RP bekommen. Das sind dann ungefähr in 10 Minuten 6100 RP und in einer Stunde macht ihr dadurch 36.000 RP. Das ist wirklich die schlechteste Methode, wirklich viel RP zu machen, weil ihr einfach am längsten braucht. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr wirklich das als RP-Methode macht, also dieses Capture oder so ein Capture, dann müsst ihr wirklich schnell die Koffer einsammeln, abgeben und dann schnell nochmal einmal rumrennen um die Koffer und die dann wieder alle abgeben. Da macht ihr wirklich am schnellsten und am meisten RP in kürzester Zeit. Klar, es gibt andere Methoden, da macht ihr mehr RP, aber ihr braucht einfach dafür auch immer länger. Und wenn ihr länger braucht, dann bekommt ihr am Ende vom Tag, sage ich mal, je nachdem wie lange ihr spielt, weniger RP. Ich finde es eine wirklich sehr gute Methode, muss ich sagen. Hätte ich am Anfang auch gar nicht gedacht, dass es wirklich so viel RP gibt. Also wenn man jetzt mal die erste Methode, wo ich euch gezeigt habe, mal hernimmt, da bekommt ihr 8250 RP in 10 Minuten. Mir ist kein Job bekannt oder keine andere Möglichkeit bekannt, wie ihr wirklich in 10 Minuten so viel RP machen könnt. Das bekommt ihr bei keinem Rennen, bei keinem Deathmatch, bei keiner Kontaktmission in 10 Minuten. Das ist wirklich eigentlich doch eine sehr gute RP-Methode. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen gescheiter und wisst jetzt ungefähr, wie viel RP es gibt. Theoretisch, wenn ihr das auch machen wollt, ich habe den Job, mit dem ich es euch jetzt im Video gezeigt habe, den empfinde ich relativ als gut. Es gibt natürlich noch bessere, aber den könnt ihr natürlich auch verwenden dafür auf der PS4. Den Link ist unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr aber euren eigenen Job machen wollt, weil ihr auf der PS3 spielt oder auf der Xbox oder auf dem PC und der Job nicht funktioniert oder aus irgendeinem Grund ihr den nicht markieren könnt, dann schreibt es mal in die Kommentare, Hashtag RP, dann zeige ich euch ein Video, wie ihr selber euren eigenen Job erstellen könnt mit dieser Methode. Weil manchmal zeige ich euch irgendwas und dann bekomme ich als Kommentar, ja, Job funktioniert nicht, kann ich nicht speichern. Und ja, ich würde es euch gern zeigen, wie ihr euren eigenen Job erstellt. So ein Tutorial würde ich machen, aber wirklich nur, wenn ihr auch Bock habt, sowas zu sehen. Deswegen schreibt Hashtag RP unten in die Kommentare. Wenn mindestens 20 Leute das geschrieben haben, mache ich mir die Arbeit, um euch ein Tutorial darüber zu zeigen. So, das war's mit dem Video. Ging jetzt auch wieder ein bisschen länger, war auch nicht so geplant, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein Ticken gescheiter, wie ich es schon gesagt habe, ne? Alles klar. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.